Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Ich habe gerade versucht, hier ein bisschen im Battle Square Punkte zu kriegen. Es nervt. Ich habe keinen Bock drauf. Nee, es ist auch so, dass ich eigentlich gar nicht genug GP dafür habe, weil du jedes Mal 10 GP dafür bezahlen musst. Und ich hätte jetzt nur noch 20 und pro Kampf kriegt man, was weiß ich, maximal, wenn man alles schafft, 1000. Ansonsten eher so 200, 300, 400 Punkte. Und das würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht schaffen. Deswegen lasse ich das sein. Das wäre eh nur ein... Ups, das war das Falsche. Wäre eh nur so eine Waffe für... Na, wie komme ich jetzt hier raus wieder? Für Eris. Und das geht schon. Ist nicht so schlimm. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zurück. Wir haben jetzt den Schlüsselstein und können ja, den Tempel des alten Volkes betreten. Verzeihung, mein Herr. Es tut mir leid, die Bahn ist zurzeit außer Betrieb. Und? Es tut mir wirklich leid. Sie werden uns erst verlassen, wenn sie wieder repariert ist. Und da haben wir Kate Sid. Was ist los? Oh je, aber sowas passiert schon mal. Stimmt, wir übernachten im Hotel, da kennt man mich. Ich gehe und spreche mit ihnen. Oh, da wird sich Vincent doch, denke ich mal, ganz wohl fühlen. Ich sag Bescheid, sobald die Reparaturen beendet sind. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal in das Hotel gehen, dort übernachten und ja. Wir sind schon da. Sonst haben wir keine Chance, so zusammen zu sein, was? Cloud, was ist damit? Kannst du mir erzählen, was geschehen ist? Ich weiß nicht, was los ist, denn ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ja, ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin von Anfang an dabei und ich weiß noch immer nicht, was hier so abgeht. Cloud, was zum Geier geht hier ab? Komm, erzähl schon. Gut, ich versuch's. Puh. Wir folgen Sephiroth. Sephiroth sucht wohl das verheißene Land. Das verheißene Land? Ein Land voller Mako-Energie. Das glaubt zumindest Shinra. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich existiert. Die Setras kehren ins verheißene Land zurück. Ein Land, das grenzenloses Glück verspricht. Setra? Ist das eine Krankheit? Also, hallo Barrett, du warst doch dabei. So nennt sich das alte Volk. Hey, hast du den Alten im Cosmo Canyon nicht zugehört? Du weißt nicht, wo das verheißene Land des Volkes ist. Du suchst und reist, bis du es fühlst. Du weißt es einfach, das ist das verheißene Land. Eris, fühlst du es auch? Ich denke schon. Sephiroth reist also in der ganzen Welt herum, weil er das verheißene Land sucht? Stimmt das? Ja, und er sucht noch was anderes. Die schwarze Materie. Ich habe von Dio gehört, dass ein Mann mit einem schwarzen Umhang die schwarze Materie sucht. Ich weiß nicht mal, was der Umhang ist. Was der schwarze Umhang ist. Wie viele Männer mit schwarzem Umhang und Zahlentätowierung gibt es? Natürlich weißt du's. Meine Tätowierung ist die Nummer 13. Wie hast du die Tätowierung bekommen? Hoyo hat sie gemacht. Alles andere sind nur Kriegswunden, aber die Zahl hat Hoyo gemacht. Es gibt also mindestens 13? Weißt du, ich glaube, Hoyo hat den Männern mit den schwarzen Umhängen etwas angetan. Aber ich weiß nicht was. Es hat aber was mit Sephiroth zu tun. Deshalb denke ich, wir sollten nur Sephiroth selbst folgen. Ja, ich auch. Das ist alles verdammt kompliziert. Und... Tut mir leid, vergiss es. Ich glaube, ich bin müde. Ich gehe jetzt ins Bett. Was war das so plötzlich? Was? Das war's? Ich gehe ins Bett. Ist das alles? Wie wär's mit der schwarzen Materie? Du würdest es nicht verstehen, selbst wenn ich es dir erzähle. Jetzt müssen wir uns nur noch an die Arbeit machen. Morgen fangen wir an. Cloud. Ich bin Nummer 13. Ob ich auch wahnsinnig werde? Ich weiß nicht, was Hoyo getan hat, aber bis jetzt bist du doch okay. Aber sei stark. Aber ich... Hör auf, Red. Sei stark. Tiefer? Du bist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht.
Ich weiß nicht, was los ist, aber wir sind in einer schlimmen Lage. Hey Sid, lass uns in unsere Zimmer zurückgehen. Der pennt schon. Kann ich mich... Nee, ich dachte schon. Hey, hey! Was ist los? Willst du ausgehen? Wie bitte? Ein Rendezvous? Oder bist du etwa noch nie mit jemandem ausgegangen? Nicht so richtig. Nein, nur nicht so ganz sicher. Naja, komm, lass uns gehen. Hey! Ja, dies entscheidet sich übrigens, wer jetzt hier dabei ist, mit gewissen Dingen. Zum Beispiel, wie wir uns anderen Personen gegenüber verhalten, wen wir zuerst ansprechen, glaube ich, war es auch. Allgemein so Sachen, wie wir uns den Leuten gegenüber verhalten. Ich habe mich halt immer ein bisschen mehr für Eris eingesetzt, also absichtlich. Und deshalb ist sie jetzt heute Abend bei uns dabei. Heute Abend ist Zaubernacht, alle Attraktionen sind kostenlos. Wie wär's ihr zwei? Es gibt eine Unterhaltungsshow im Event Square. Komm, wir gehen. Nee, gehen wir. Warte, lass uns ins Battle Square. Das war mir so teuer. Glückwunsch. Ihr seid heute unser 100. Paar. Ihr beiden seid die Hauptdarsteller in unserer heutigen Show. Hä? Oh nein, es ist gar nicht schwer. Spielt einfach, was ihr wollt. Den Rest erledigt dann das Ensemble. Okay. Hier geht's lang. Hey, hey. Klingt witzig. Komm schon, Cloud, wir machen mit. No, ich hasse sowas auch. In grauen Urzeiten erschien ein böser Schatten über dem Königreich Galdia. Prinzessin Rosa wurde vom bösen Drachenkönig Valvados entführt. Was wird mit ihr geschehen? In diesem Augenblick tritt der sagenumwobene Held Alfred herbei. Oh weh. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held, Alfred. Hey, du bist dran. Me? Ja, du. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held, Alfred. Ich flehe dich an, bitte rette die Prinzessin Rosa. Bitte sprich jetzt mit dem König. Oh, sagenumwobener Held Alfred, du bist gekommen, meine geliebte Rosa zu retten. Das müsste nicht Ritter, sondern König heißen. Auf dem Gipfel eines gefährlichen Berges haust der böse Drachenkönig Valvados, der Prinzessin Rosa entführt hat. Aber du kannst den bösen Drachenkönig jetzt nicht besiegen. Wende dich an einen, der dir helfen kann. Wen fragst du? Den Zauberer. Ich bin der große Zauberer Vormann. Was möchtest du wissen? Die Schwäche des Drachenkönigs. Ah, die Schwäche des bösen Drachenkönigs. Was war das nochmal? Ja, ich hab's. Die wahre Liebe. Die Macht der Liebe ist die einzige Waffe, die den Fängen des bösen Drachenkönigs trotzen kann. Was wird als nächstes geschehen? O sagenumwobener Held, sieh nur. Ich bin der böse Drachenkönig Valvados. Ich habe der Prinzessin kein Leid zugefügt. Ich habe auf dich gewartet. Bitte hilf mir, sagenumwobener Held. Gut so? Ah, hier komme ich, sagenumwobener Held Alfred. Ich kenne deinen Namen. Und nun, sagenumwobener Held, das Schicksal deiner Geliebten. Ein Kuss, die Macht der wahren Liebe. Oh, ich würde es so gern machen. Ah nee, ich mache die Prinzessin küssen. Cloud, ich meine Alfred. Ah, der Fluch, die Macht der Liebe. Schau nur, die Liebe hat gesiegt. Ich sehe noch seine Füße. Wir wollen zurückkehren und feiern. Ja, wir werden ein Fest feiern.
Oh, wie ist die Macht der Liebe unergründlich. Und wenn unser sagenumwobener Held Alfred nicht gestorben ist, lebt er mitsamt unserer Geschichte noch heute. Juhu, ja! Okay. Oh, das war gut. Lass uns zur Gondel gehen. Das scheinen mir so ein paar Grafikfehler hier oben zu sein. Naja. Zweimal bitte. Bitteschön, zwei Fahrkarten. Entspannt euch und genießt die Sehenswürdigkeiten der Goldsorte. So. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Da können wir übrigens immer mal gucken. So geht zum Beispiel rausgucken. So guckt man nach oben, so guckt man nach unten, so guckt man in die andere Richtung. Ja, dann können wir noch so ein paar andere Sachen machen halt. Oh, jetzt habe ich nicht vorgelesen, was sie gesagt hat. Kuss. Oh, Sino Cloud. Geguckt. Ah, das ist das Schokobo-Rennen. Das werden wir uns übrigens auch bald mal antun, sage ich jetzt mal so, weil wir da ein paar schöne Sachen auch kriegen können. Ist das hübsch? Das ist schön. Ja, hier sehen wir auch nochmal die... Oder hätten wir gesehen, die Goldsorge. Herrlich, nicht wahr? Zuerst hat es mich irritiert, dass ihr euch so ähnelt. Zwei total verschiedene Menschen, die genau gleich aussehen. Die Art, wie ihr sprecht, die Gesten. Ich glaubte, ihn wieder vor mir zu sehen. In dir. Aber du bist anders. Die Umstände sind anders. Es geht hier übrigens gerade um Zack, ihren ehemaligen Freund, der verschwunden ist. Cloud, ich bin auf der Suche nach dir. Hä? Ich möchte dich finden. Aber ich bin doch da. Hier. Ich weiß, worauf ich hinaus will, ist... Ich will dich finden. Wahrscheinlich will sie seinen wahren Charakter finden oder so, dass er sich mal öffnet. Das war ein schöner Abend. Wir sollten mal wieder zusammen ausgehen. Bist du nicht gerne mit mir zusammen? Das ist es nicht. Da bin ich froh. Nächstes Mal nehmen wir uns richtig Zeit und fahren noch viel öfter. Oh, es ist schon so spät. Wir sollten losgehen. Ja, hier haben wir Kate Sitch. Hey, was macht Kate Sitch da? Er fühlt sich unbeobachtet. Ist das der Schlüsselstein? Hey, Kate Sitch! Oh, jetzt hat er uns gesehen. Jetzt müssen wir ihm verfolgen. Jetzt ist er gerade im Battle Square gewesen. Jetzt geht er hier unten rein. Jetzt ist er im Wonder Square. Jetzt versteckt er sich hinter diesem Schokobo-Typen. Lass uns im Wonder Square GP holen. Wie wär's mit dem da? Oh shit, wo ist denn der jetzt hin? Ist der bei Schokobo oder ist er Event? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich nicht richtig aufgepasst. Ah, okay. Jetzt ist er zum Schokobo Racing Square, was auch immer, hochgegangen. Und wir finden ihn. Warte. Moment. Komm her. Wo will er jetzt hin? Oh, Moment. Hier. Hier ist es oder sowas. Gut gemacht. Hey. Warte doch mal. Ich laufe nicht weg und ich verstecke mich auch nicht. Ja, ich bin ein Spion. Shinra hat mich angeheuert. Ich hab dir vertraut. Nichts glaube ich dir. Ich konnte nicht anders. Warum machen wir nicht einfach weiter, als wäre nichts geschehen? Auf keinen Fall, Freundchen. Ganz schön dreist von dir, dich wie ein Freund zu benehmen, obwohl du ein Spion bist. Also was dann? Willst du mich in Stücke hauen oder sowas?
Das würde überhaupt nichts bringen. Mein Körper ist nur ein Spielzeug. Mein wirklicher Körper befindet sich in der Shinra-Zentrale. Von dort aus bediene ich den, der gerade hier vor dir steht. Du bist also von Shinra? Wer bist du? Sag schon. Ich kann dir meinen Namen nicht sagen. Das führt doch zu nichts. Siehst du, ich hab dir gesagt. Also Schluss mit dem Gerede. Warum gehen wir nicht einfach weiter? Denkst du, ich mach Witze? Schon gut, ja. Ich arbeite für Shinra. Aber ich bin deswegen noch lange nicht dein Feind. Da ist noch etwas, was mir zu schaffen macht. Ich glaube, es ist die Art, wie ihr alle lebt. Ihr werdet nicht bezahlt und kriegt keine Anerkennung für das, was ihr tut. Aber trotzdem setzt ihr bei dieser Reise euer Leben aufs Spiel. Wenn ich mir das so ansehe, dann muss ich über mein eigenes Leben nachdenken. Und dann... beinahe verschluckt. Und dann denke ich mir, dass ich nicht wie bisher weiterleben kann. Bla bla bla. Er wird nie die Wahrheit sagen. Einmal Spion, immer Spion. Mit so jemanden können wir nichts anfangen. Los, wach endlich auf. Wie ich es mir gedacht habe. Reden hat überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe mich so auf etwas vorbereitet. Hör dir das doch mal an. Fadi, tiefer. Hey, Marlene. Hey, da ist Eris. Ihr müsst also tun, was ich sage. Du bist sowas von niederträchtig. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Schmutzige Tricks anwenden und Geiseln nehmen. Aber so ist das nun mal. Keine Kompromisse. Warum machen wir eigentlich nicht weiter wie vorher? Morgen ist der Tempel des alten Volkes dran, oder? Ich weiß, wo er ist. Ich zeig's dir. Shinra-Leute werden schon dort sein, aber damit müssen wir auskommen. Uns bleibt keine Wahl. Wir tun, was er sagt. Ich würde gern wissen, ob mit Marlene alles in Ordnung ist. Ich würde gern wissen, was mit Mama passiert ist. Ja, stimmt. Marlene war ja bei Eris Mutter. Und damit der Shinra ja an Marlene kommt, muss er ja irgendwas mit der Mutter gemacht haben. Sie vielleicht auch gefangen genommen oder so. Ui, wir haben ja Elixier bekommen. Kriegen wir noch was? Nee. Hätte ja sein können. Eine Mini-Guillotine? Guillotine? Sieht auch ganz hübsch aus. Hier, die Kiste macht nichts. Können wir schlafen? Nee, geht auch nicht. Gut, dann gehen wir mal raus. Warum hast du so lange gebraucht, Cloud? Oh ja, was den Tempel des alten Volkes angeht. Wenn wir den kleinen Prongo, also Tiny Prongo, nach Osten in Richtung Meer nehmen, müssten wir ihn finden. Also gut, gehen wir? Wer kommt mit? Ich will gehen, aber sicher. Genau, und dann nehmen wir natürlich... Nee, tiefer nehme ich nicht mit. Ich hatte ja vorhin Vincent dabei. Und das wird doch erstmal so bleiben. Gut, so, dann werde ich mir jetzt aber erstmal einen Speicherpunkt suchen müssen. Langsam werde ich nervös. Nein, ich will dich nicht mitnehmen. Dann bis später. Gut, ja, ich muss den Part eigentlich gleich beenden, aber ich will jetzt erstmal ganz fix noch... Ach, meine Miezekatze. Ich will jetzt ganz fix mir noch einen Speicherpunkt suchen, damit ich speichern kann. Und dann werde ich den Part beenden. Sonst wird er mir ein bisschen zu lang. So. Ja, jetzt läuft das Video flüssig ab. Man sieht, dass es ein Video ist, weil das dann extrem pixelig wird. Man erkennt ja fast gar nichts. Was macht denn meine Mieze? Entschuldigt. Gut. Meine Stimme versagt doch so langsam. Okay, dann gehen wir mal raus aus der Stadt. Wir sollen auf jeden Fall den Tempel des alten Volkes finden. Und der ist ja... Ja, der ist ja im... Was hat er gesagt? Im Osten Richtung Meer. Gut, dann werde ich jetzt an dieser Stelle jetzt erstmal speichern. Wir sehen dann im nächsten Part, wie es weitergeht und werden natürlich auch den Tempel besuchen. Und ja, das war's dann erstmal von mir und ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß. Bis dahin, ciao, ciao.